Perspektive der Kamera liegt, aber klar, ne? Also das sieht mir jetzt schon ein bisschen komisch aus. Also der hat ja ein viel eingefalleneres Gesicht, aber vielleicht liegt es jetzt daran, kaum gegessen und so weiter. Und der rechte P. Diddy hat auch eine andere Nasenstruktur. Und ich habe mir diese Liste mal genauer angeguckt und ich möchte euch einfach mal ein paar dieser Namen vorlesen, die auf dieser Liste stehen. Da haben wir zum Beispiel Leute wie Cardi B, wir haben Sean Penn, wir haben Tyrese Gibson, wir haben Zendaya. Banking or hoping, or perhaps believing that I may start naming names. Well, that day will come, but it won't be today. Das P. Diddy-Thema ist ja nach wie vor in den Medien und dominiert auch die Medienlandschaft. Ihr wisst ja, dass vor einigen Wochen P. Diddy verhaftet worden ist, weil er ja mit Menschenhandel zu tun hatte und dass er sich auch an Minderjährige vergriffen hat und dort einige Sachen getan hat, die wir jetzt hier mal lieber nicht aufzählen, damit das hier YouTube-mäßig noch einigermaßen monetarisierbar ist. Ja, im Endeffekt ist es so, dass wieder einmal aus der Unterhaltungsindustrie ein sehr, sehr großer Promi auffliegt. Wenn man da vor 10 Jahren darüber gesprochen hat, dass die Unterhaltungsindustrie ziemlich viele Menschen beschäftigt, die da in so gewisse Sachen involviert sind, dass da schon sehr, sehr böse Dinge im Hintergrund ablaufen. Da wurde man damals noch als der Oberschwurbler abgestempelt, Satanic Panic, und man würde ja überall was sehen und man sei ja paranoid und so weiter. Aber mittlerweile ist so viel rausgekommen, eigentlich müssten die Menschen sich schämen, aber ihr wisst es ja, die Menschen sind so schnell vergesslich, sie wissen ja zum Teil nicht mal mehr, was sie gestern gegessen haben. Bedeutet, natürlich sind die Leute jetzt heute nicht da, die sich mal entschuldigen und sagen, oh, dass wir da immer Tillmann, Knechtel und Co. als Schwurbler bezeichnet haben. Jetzt fliegt ja doch immer mehr auf. Nein, jetzt zeigen sie das, was sie immer zeigen. Und zwar stehen sie jetzt da, zelebrieren ein bisschen, dass sie das Ganze sehr, sehr schrecklich finden. Aber am Ende des Tages beschäftigen sie sich nicht wirklich damit. Und spätestens in ein paar Monaten ist das Diddy-Thema dann auch wieder vergessen. Und dann hat man ja wieder von all dem nichts gewusst. Ja, so wie wir das auch in den letzten 4,5 Jahren zu Genüge gesehen haben. So, jetzt kommen wieder neue pikante Sachen ans Tageslicht. Und jetzt gibt es die geheime Liste. Mehr dazu sehen wir im nachfolgenden Video. Denn neben Diddy gibt es noch ganz, ganz viele Menschen da draußen, was höchstwahrscheinlich auch wieder einfach nur eine haltlose Verschwörungstheorie ist. Und los geht's. Es gibt wieder extrem interessante Informationen zu dem gesamten P. Diddy-Skandal. Und da die letzten Videos über diesen Skandal euch sehr gut gefallen habt und ihr mehr Infos haben wolltet, möchte ich die beiden größten Themen, die derzeit diskutiert werden, euch hier noch einmal genauer erklären. Was hat der hier überhaupt? Was soll das hier? Also hier, ich kann... Hier, da. Was macht der denn da? Was ist das denn hier für eine McDonald's-Schleichwerbung, die der Mann da macht? Creepy Pasta Punch, ja? Soll das? Hier heimlich McDonalds-Werbung mit reinzunehmen. Ist das auch markiert hier unten? Hat er das auch hier im Video markiert, dass er heimlich Werbung macht für McDonalds? Na, 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 na. Dann werden wir aber nochmal gucken, ob hier irgendwo Werbung steht. Ja? Und zwar geht es um die Gerüchte über P. Diddy selbst, dass er in Wahrheit überhaupt nicht im Gefängnis sitzt, sondern jemand anders an seiner Stelle dort ist. Und wir wollen über die angebliche Liste reden, die veröffentlicht wurde, die zeigen soll, wer alles mit involviert ist in P. Diddys Machenschaften, wer genau da quasi mit drinne steckt. Ja, also ich sag mal so, ob da jetzt jemand, der nur P. Diddy ähnlich sieht, in den Knast geht, das ist natürlich dann schon die Frage. Wer wäre so bekloppt, ja, in den Knast zu gehen, auch für viel Geld von mir aus, aber um lebenslänglich im Gefängnis zu sitzen? Ja, was hast du denn dann von dem Geld? Also jetzt mal ernsthaft, das glaube ich nicht. Also das jetzt mal ohne Scheiß. Also das wäre ja schon ein bisschen übertrieben, oder Leute? Also ich sag mal so, angenommen, P. Diddy hätte jetzt zu jemandem gesagt, komm, geh mal für mich in den Knast, du kriegst von mir 50 Millionen US-Dollar. Da denkst du dir auch so, ja gut, okay, ich kann für dich in den Knast gehen, ich sehe ähnlich aus wie du, aber im Endeffekt, was habe ich denn dann davon? So, weil, naja, er kommt lebenslänglich ins Gefängnis und dann sitzt du die ganze Zeit im Knast. Naja, also das ist schon... Also sorry, aber... Das bedeutet, diese großen Themen möchten wir heute einmal abarbeiten, aber ganz kurz, damit wir alle auf einem Punkt sind... Was genau ist der P. Diddy-Skandal?
Wie gesagt, ich habe jetzt in der Vergangenheit schon 2 Videos dazu gemacht. Wenn ihr genauere Infos wollt, empfehle ich euch das erste davon. Aber ansonsten kurz zusammengefasst, P. Diddy sitzt derzeit im Gefängnis und zwar, weil er eben angeklagt wurde wegen einerseits schwerer Körperverletzung und auch wegen Menschenhandel. Er soll zudem Partys veranstaltet haben, sogenannte Freak-Off-Partys, und bei diesen Partys wurden Leute gezwungen, miteinander Verkehr zu haben. Teilweise waren das Arbeiter, die dafür geholt wurden, teilweise Leute, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, aber reingezwungen wurden, und es sollen eben auch Superstars gewesen sein, Sänger, Prominente und so, die auf diesen Partys waren, die ebenfalls dazu gedrängt wurden, mitzumachen. Das kennt ihr ja mittlerweile, ihr wisst ja, worum es geht, ne? Dass quasi Menschen dazu gezwungen wurden, erpresst wurden, das zu tun, ne? Und dann kam es wohl bei diesen Partys mutmaßlich dazu. Aber was heißt mutmaßlich? Eigentlich ist das schon bestätigt, aber trotzdem sagen wir mal vorsichtshalber mutmaßlich. Das bedeutet, es wurde also quasi von P. Diddy seine Macht ausgenutzt, sowohl seine Macht eben im Business als auch durch sein Geld, um eben Leute zu Dingen zu zwingen, die sie nicht machen wollen. Das Ganze ist ein riesiger Fall, der brandaktuell ist und wo jeden Tag neue Informationen ans Licht kommen. Doch nun gab es einen Aufschrei im Internet, der eben damit zusammenhängt. Und zwar geht es darum, dass ein Foto von P. Diddy veröffentlicht wurde, jetzt wo er eben in Polizeigewahrsam ist, und das ist dieses Foto hier. An sich, wenn man raufguckt, würde man sagen, ja gut, das ist P. Diddy, er sieht jetzt nicht gerade glücklich aus. Doch viele Leute haben mit genau diesem Bild ein Problem. Denn sie sind sich sicher, dass die Person auf dem Foto auf gar keinen Fall P. Diddy ist. Es kamen unterschiedlichste Leute hervor, die Vergleichsbilder gepostet haben, die ganz klar belegen sollen, dass eben P. Diddy, der... Okay, also ich sag mal so. Ja, das sieht schon ein bisschen anders aus, muss ich ja ganz ehrlich gesagt sagen. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass es an der Perspektive der Kamera liegt, aber klar, ne? Also das sieht mir jetzt schon ein bisschen komisch aus. Also der hat ja ein viel eingefalleneres Gesicht, aber vielleicht liegt es jetzt daran, kaum gegessen und so weiter. Und der rechte P. Diddy hat auch eine andere Nasenstruktur. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall andere Augen hat er auf jeden Fall schon mal, ne? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, ne, da kann man jetzt wieder spekulieren und mutmaßen. Ne. Am Ende müssen wir Stefan aus Solingen mal befragen, was er zu dem Fall sagt. Vielleicht hat er P. Diddy ja gesehen, ja, wo er verhaftet wurde vielleicht. Kronzeuge Stefan, bitte ermitteln Sie. Ja, Sie wissen doch bestimmt wieder genaueres. Ja, stimmt, anderer Haaransatz hat er auch, ne? Ja, hier, also hier. Anderer Haaransatz. Ja, also, ja, sorry, das sieht mir nicht nach P. Diddy aus. Eben erfolgreiche Sänger, Rapper aus den USA, völlig anders aussieht, andere Gesichtsstrukturen hat, andere Augenpartien, andere Nase, anderen Mund und Leberflecken, die eben dieser jetzige P. Diddy, diese Person, die jetzt im Gefängnis sitzt, nicht aufweist. Das Ganze heißt letztendlich wie folgt. Das Ganze über P. Diddy wurde zu öffentlich, zu bekannt in den Medien, die Öffentlichkeit wusste Bescheid, also war die Polizei gezwungen zu handeln. Sie mussten letztendlich der Sache nachgehen, aber dadurch, dass P. Diddy eben extrem viel Geld und Macht hat, hat er sich entschieden, dass er eben quasi einen Deal verhandelt, dass die Polizei einen Sündenbock bekommt, aber eben nicht den echten P. Diddy. Ja, also nochmal, kann sein. Will ich jetzt gar nicht außer Acht lassen, dass es so ist. Aber Leute, nochmal, wer geht denn freiwillig lebenslänglich ins Gefängnis? Was hast du denn von dem Geld? Du hast doch von dem Geld überhaupt nichts. Ja, also jetzt mal ernsthaft. So, was hast du denn dann davon? Gut, man könnte es natürlich jetzt überprüfen, ob es der falsche P. Diddy ist. Ne? Man könnte jetzt hingehen, könnte die Größe abmessen, sei denn, der hat einen Fake-Ausweis. Und dann könnte man eventuell dann mal den Stimmenvergleich machen, dass er mal singen soll. Ja, und wenn er dann ziemlich schlecht singt und die Töne nicht trifft und so weiter, dann könnte man sich mal Gedanken machen, ob das nicht wirklich einer ist, der für P. Diddy ins Gefängnis gegangen ist. Nur die Frage ist, für was? Es heißt letztendlich, dass eben diese Person, die man jetzt auf den Fotos und so sieht, nur ein Doppelgänger von P. Diddy ist. Manche Leute sprechen sogar davon, dass es ein Klon ist, dass P. Diddy so reich war, dass er eine Klonmaschine hat und sich selbst klonen konnte. Ja, natürlich, klar, er ist ein Klon von ihm, der dann ins Gefängnis gegangen ist. Aber es wäre geil, ich sag euch so, wie es ist, wenn das wirklich möglich wäre, dass man einen Klon von sich hat, den man ins Gefängnis schickt.
Boah, Leute, soll ich euch mal eine Sache sagen? Das wäre richtig crazy. Das heißt, du bist für immer geschützt. Du kannst jede Scheiße da draußen bauen. Es sei denn, du wirst auf frischer Tat ertappt, das ist was anderes. Aber dann, wenn dich die Polizei sucht und so weiter und es zu einem Haftbefehl kommt, dann schickst du einfach deinen Klon ins Gefängnis. Boah, wie geil ist das denn? Ich muss unbedingt klonen können, ja. Da kann ich ja meinen Klon hier in den Stream setzen. Der Klon macht für euch die Sendung. Und ich selber chille dann auf der Couch und denkt mir einfach nur so, ja, lieber Klon, mach mal ruhig, ja? Und verdiene dabei Geld. Könnt ihr euch vorstellen? Das wäre doch geil. Aber die allermeisten Leute gehen davon aus, dass es einfach ein Doppelgänger ist. Eine Person, die P. Diddy sehr, sehr ähnlich aussieht, wenn auch nicht perfekt identisch. Und diese Person wurde jetzt eben in Polizeigewahrsam genommen, wurde eben festgehalten, wurde weggesperrt anstelle von P. Diddy, damit P. Diddy im Geheimen irgendwo in einem Haus, das keiner kennt, weiter untergetaucht leben kann. P. Diddy soll letztendlich also einfach viel Geld hat springen lassen, um irgendwie das Ganze so hinzukriegen, um eben in Freiheit bleiben zu dürfen. Und das Ganze ist erstmal ein ziemlich seltsamer und gruseliger Vorwurf. Manche Leute bauen diesen Vorwurf übrigens noch in eine andere Richtung aus. Und zwar sagen sie, dass P. Diddy definitiv gefangen gehalten wird, beziehungsweise festgenommen wurde, aber mittlerweile nicht mehr am Leben ist. Manche Leute gehen davon aus, dass P. Diddy eben beseitigt wurde von Leuten, die mit ihm unter einer Decke steckten und die Angst hatten, dass er Dinge verraten könnte, oder dass er angeblich von Polizisten beseitigt wurde, ob es Absicht war oder ein Versehen, je nachdem. Da die ja, natürlich, ist bestimmt ein Versehen, ne? Nein, die lassen sich da nicht kaufen. Dass, wenn er beseitigt wird, dass er nicht mehr singt, ne? Ihr versteht ja, wenn es irgendwann aussichtslos ist und er nicht mehr freikommt und er eine lebenslange Haftstrafe entgegensieht, dann ist es doch wohl vollkommen klar, dass man dann irgendwann sagt, okay, liebes FBI, ich mache den Deal, ich verrate euch alle Hintermänner, aber bitte lasst mich frei, dass ich dann nicht für Ewigkeiten ins Gefängnis muss. Und dann schlägt die Falle nämlich zu. Und dann singt der Diddy, wie er noch nie in seinem Leben gesungen hat, ja? Und um das zu verhindern, und das halte ich für viel realistischer, ist er dann auf einmal plötzlich in eine Schlägerei geraten im Gefängnis und man hat, da eine Gang hat ihm den Schädel eingeschlagen, als Beispiel, ja. Aber ja, weil ich sag mal so, ich finde, dass dieses ganze Thema da mit Klon und so weiter, das verwässert das Thema irgendwie. Und auch irgendwie, dass da, ja, ich sag jetzt mal, so ein Doppelgänger für ihn ins Gefängnis geht, das halte ich aber alles mal für absolutes Geschwurbel, weil was willst du dem Doppelgänger denn bieten? Jetzt mal ernsthaft unter uns, was willst du ihm denn bieten? Also ich weiß nicht. Polizisten aber nicht sagen konnten, dass eben dieser Kandidat, der gerade eigentlich beobachtet werden soll, jetzt auf einmal nicht mehr da ist, haben sie stattdessen ein Double geholt, ein Doppelgänger, der für P. Diddy da sein soll. Letztendlich, P. Diddy lebt mittlerweile überhaupt nicht mehr und an seiner Stelle ist eine andere Person, ein Double, ein Klon, was weiß ich. Und diese Person ist jetzt quasi der Sündenbock für die Öffentlichkeit, einfach damit eben der Polizei keine Fehler nachgewiesen werden können. So, und da, finde ich, kommt jetzt direkt mein Logikfehler ins Spiel, lieber Creepy Punch, ja? Also mal gesetzt den Fall, sowas wie Klonen gibt es auch, dass das wirklich bestätigt ist, dass es so etwas gibt. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Mal angenommen, es ist möglich, dass er sich geklont hat. Wieso sollte dann der Klon von dem im Gefängnis sitzen und er selber wird beseitigt? Hä? Ja, dann lässt du doch den Klon ins Gefängnis gehen und tauchst dann ab. Das ist doch klar. Also das muss man schon mal logisch drüber nachdenken, dass es manche Logikfehler hat. Ja, wenn der doch einen Klon hat, ja, dann lass den doch ins Gefängnis gehen und selber taucht man dann ab. Ist doch ganz logisch. Aber mich interessiert das wirklich, ob da an dieser Klonerei was dran ist. Das meine ich ernst. Meint ihr wirklich, ist es möglich, dass man sich klonen lassen kann? Irgendwie hat das ja schon einen Reiz, sich selber klonen zu lassen, oder? Das Ganze sind ziemlich harte Vorwürfe und ich habe mir das Bild natürlich genauer angeguckt und die Vorwürfe. Und ich muss sagen, ja, P. Diddy auf den meisten Bildern sieht deutlich anders aus als dieses Foto, was jetzt veröffentlicht wurde. Aber wie auch einige Leute in den Kommentaren schrieben, die selbst Fotografen sind, das kann hier eindeutig daran liegen, dass P. Diddy zum Beispiel wenig geschlafen hat oder seine Ernährung umgestellt hat, weswegen das Gesicht ein bisschen aufgequollener aussieht. Und auch hat es viel mit eben Winkel und Beleuchtung zu tun. Fotografen in den Kommentaren unter eben diesen Verschwörungstheorien sagen ganz klar, dass es durchaus möglich ist, dass wir es hierbei mit P. Diddy zu tun haben und man nicht voreilige Schlüsse oder Verschwörungstheorien bilden soll, ohne klare Beweise zu haben. Ja, sage ich ja. Es kommt ja immer auf den Winkel an, liebe Freunde. Ne? Das kennen ja auch die Frauen, wenn sie dann immer wieder auf Instagram so Fotos von sich machen. Ne? Ihr wisst ja, den Winkel hier, ne? Schön so die Kamera von oben halten, desto schlanker sieht man aus. Ne? Und dann 50 Millionen Filter drüber, damit man quasi
quasi aussieht wie ein Model aus einer Zeitschrift, so wie früher, ne, das ist ja klar. Also, ne, es kommt immer auf den Winkel an. Nach Möglichkeit sollte man nie von unten filmen, ne, dass man dann das aufgequollene Gesicht sieht und so weiter. Das ist doch klar, dass man sich so selber verarscht. Hochkant immer fotografieren, das macht dich auch nochmal schlanker, wenn man das alles so hochkant macht. Das ist einfach alles eine Sache der Perspektive, liebe Freunde. Und das ist ja nicht böse gemeint, aber so tricksen natürlich auch viele Leute da draußen. Ne? Also, gerade Frauen auf Instagram, die ja immer so aussehen wie geleckt. Dann will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass sie nicht sonst so gut aussehen, doch, aber Leute, lass uns doch nochmal ein bisschen Natürlichkeit zeigen. Nur natürlich ist doch schön. Was soll denn immer dieses Rumgefake? Ich persönlich bin kein Fotograf. Ich kann gerade so beide Seiten verstehen. Ich sehe, dass eben dieses Bild schon komisch aussieht, aber es könnte durchaus auch einfach sein, dass Leute hier zu viel reininterpretieren. Kleiner Nachtrag noch zu dem, was ich eben gesagt habe, zu dem Bild. Denn es gibt natürlich noch eine andere Sache, die ich auch als erstes gedacht habe, als ich das Bild gesehen habe. Es könnte durchaus sein, dass es sich auch hierbei einfach um ein sehr gutes AI-generiertes Bild handelt. Ja. Oder um ein AI-verändertes Bild von P. Diddy. Auch das sagen manche Leute. Man ist sich letztendlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz genau sicher. Ich würde auf jeden Fall nicht zu viel gerade in dieses Bild reininterpretieren. Kommen wir zurück zum Video. Aber wir wollen noch über eine andere Nachricht sprechen, die gerade sehr, sehr viel diskutiert wird. Und zwar wollen die Leute ja wissen, wer noch mit P. Diddy unter einer Decke steckte. Denn P. Diddy soll nicht alleine gehandelt haben. P. Diddy soll Komplizen gehabt haben, die ebenfalls Prominente waren. Sänger aus dem Musikbusiness, aber auch zum Beispiel Schauspieler oder Politiker. Und im Internet kursiert seit einigen Tagen eine Liste mit unterschiedlichen Namen und ich habe mir diese Liste mal genauer angeguckt und ich möchte euch einfach mal ein paar dieser Namen vorlesen, die auf dieser Liste stehen. Da haben wir zum Beispiel Leute wie Cardi B, wir haben Sean Penn, wir haben Tyrese Gibson, wir haben Zendaya, wir haben Michael B. Jordan, wir haben Future, wir haben Adele, wir haben Eva Longoria, Chris Rock, Lewis Hamilton, Joe Jonas, Shakira. Lewis Hamilton! Der Rennfahrer, wie jetzt viele sagen würden, ja, Shakira, hier auf der 60, Shakira, ihr kennt ja doch dieses, whenever, wherever, whenever be together, na, ihr könnt euch doch bestimmt noch dran erinnern, an den Hüftschwung von Shakira, ja, Shakira, Demi Lovato, es sind letztendlich quasi alle Prominenten, die ihr euch vorstellen könnt. Dr. Dre ist auch drauf, Floyd Mayweather, Cara Delevingne, Mark Wahlberg, Ryan Reynolds. Letztendlich soll jeder in irgendeiner Art und Weise in Kontakt gestanden haben mit P. Diddy und scheinbar auch mit ihm unter einer Decke stecken. Viele Leute sagen, dass alle Namen, die auf dieser Liste zu sehen sind, gerade ins Gefängnis wandern sollen, beziehungsweise es Anzeigen gegen sie gibt. Doch an dieser Stelle muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und zwar... Ja, was heißt das schon? Das muss man ja fairerweise mal eben an der Stelle sagen. Ja, solange ja nichts da ist, was man ihnen konkret nachweisen kann, dann wird denen ja logischerweise auch nichts geschehen. Ja, von mir aus stehen sie jetzt auf einer Liste, da stehen da die ganzen Promis. Aber im Endeffekt, wenn es nichts gibt von denen, kein Videomaterial, was weiß ich was, ja gut, dann ist es natürlich Aussage gegen Aussage am Ende des Tages. Das muss man natürlich immer wieder im Hinterkopf behalten. Aber es kann ja sein, dass in der Villa von Diddy einige Videotapes gefunden worden sind von diesen ganzen Stars, die dann da irgendwelche illegalen Dinge machen. Oh, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Aus zwei Gründen. Erst einmal, es kursieren derzeit im Internet sehr, sehr viele bearbeitete falsche Listen. Ich habe Listen im Internet gesehen, die davon sprechen, dass Donald Trump angeblich mit P. Diddy unter einer Decke steckt. Und genauso habe ich Listen gesehen, die davon sprechen, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, ebenfalls unter einer Decke steckt mit P. Diddy. Das Ganze ist häufig jetzt genutzt worden, um irgendwie politische Meinung durchzudrängen. Leute, die sehr auf der republikanischen Seite sind, für Donald Trump posten eben, dass Kamala Harris angeblich mit unter einer Decke steckt mit P. Diddy und Leute, die eben auf der demokratischen Seite stehen, posten das gleiche gegen Donald Trump. Man muss also an dieser Stelle sehr, sehr vorsichtig sein, was Fake-Listen und Fake-Fotos angeht. Ja, absolut, das sehe ich genauso. Man muss wirklich gut recherchieren und nicht einfach irgendwie sagen, keine Ahnung, Promi XY steht jetzt auf einer Liste und das ist jetzt der Beweis, dass der irgendwas gemacht hätte. Da muss man schon vorsichtig sein. Obwohl man ja fairerweise dazu sagen muss, es gibt ja einen Bürgermeister, war es glaube ich aus New York oder so, wo der herkam. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo der herkam. Da haben wir ja auch geteilt, letztens das Video. Der dann ja auch gesagt hat, dass es noch sehr viele Promis gibt, die mit Diddy unter einer Decke stecken sollten.
ja, höchstwahrscheinlich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes unter einer Decke stecken, ja, sollte man nach Möglichkeit auch nicht verschweigen, weil das ja schon ein bisschen was anderes ist, wenn irgendein Politiker plötzlich davon redet, dass da noch einige Promis sind, die in den nächsten Wochen genannt werden. Das ist ja dann schon so ein bisschen so, man sagt, okay, da kann man jetzt auch nicht direkt von irgendeiner Liste sprechen, die irgendwo auf Twitter rumgeht, ja, oder die irgendjemand erstellt hat. So, wenn das dann ein Politiker schon sagt, ich meine, klar, damit ihr mich hier nicht falsch versteht, wir sind hier außerhalb der Matrix, ne? Also ich vertraue einem Politiker genauso wenig wie irgendeiner Liste, die irgendwo auf Twitter rumgeht, ne? Also das muss man hier fairerweise sagen, aber trotzdem hat es natürlich einen anderen Stellenwert, wenn irgendein Politiker da sagt, dass es da so Listen gibt, wo ganz viele Promis draufstehen, als wenn es irgendwer im Internet postet. Thinking or hoping or perhaps believing that I may start naming names. Well, that day will come, but it won't be today. The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right before we do that. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. Es kursieren nämlich auch viele Fake-Deepfake-Bilder von irgendwelchen Prominenten auf Partys. Und diese Liste, die derzeit extrem viel geteilt wird, die über 70 Leute drauf hat, ist keine Liste, die irgendjemanden bewiesenermaßen verurteilt. Diese Liste zeigt letztendlich, dass viele Leute in Kontakt mit P. Diddy standen. Die Leute auf der Liste sind also keine verurteilten Verbrecher, die mitgemacht haben, sondern sie wurden von P. Diddy eingeladen zu Partys, aber auch zum Beispiel zu einer Freak-Off-Party vielleicht. Aber das heißt nicht, dass sie darin involviert waren, dass sie hingegangen sind oder dass sie irgendwelche verwerflichen, verbotenen Dinge getan haben. Ja. Sie waren letztendlich einfach in Kontakt mit P. Diddy und das ist ja noch nicht aussagekräftig, dass sie irgendwas Illegales gemacht haben. Das bedeutet, diese Listen, die verbreitet werden, sind jetzt gerade mit extrem viel Vorsicht zu genießen. Ich habe auch online gesehen, wer so die Hauptleute sind, die immer wieder erwähnt werden, dass sie mit P. Diddy zusammenhängen. Und das sind dann zum Beispiel so Leute wie Will Smith, Jennifer Lopez oder auch zum Beispiel Beyoncé. Das sind letztendlich Namen, die viel im Internet kursieren als definitive oder möglicherweise Komplizen von P. Diddy. Aber auch hier gibt es, soweit ich es recherchieren konnte, keinerlei Beweise. Diese Leute waren in Kontakt mit P. Diddy, waren auf Partys von P. Diddy. Heißt aber noch lange nicht, dass sie auch irgendetwas Illegales gemacht haben. Ja, muss man sagen. Ne? Muss man leider immer wieder sagen. Man muss Beweise liefern. So ist es halt einfach nur mal. Ne? Oder Indizien zumindest anhand von Verhaltensweisen und so weiter. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist ja bis jetzt nicht erbracht worden und da gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung dann. Ne? Aber ich denke mal, dass da noch einiges im Hintergrund gerade abläuft. Das ist nur so mein Gefühl, dass da einiges noch rauskommen wird, weil sie verhalten sich alle schon relativ merkwürdig und ich glaube, dass da schon Beweismaterial irgendwo gebunkert wurde, sagen wir mal so, jetzt hier bei Diddys Villa und so, dass man da einiges gefunden hat. Wir hatten da ja auch diese ganzen Babyfläschchen. Ne, ihr habt ja dieses Babyöl da, der hatte da ja irgendwie hunderte Babyöle gehabt und das soll ja angeblich dafür gewesen sein, um Leute willenlos zu machen, dass da irgend so ein Mittel im Babyöl drin war, ne, um dann quasi Leute, ihr wisst schon, dass sie dann halt ihren Verstand verlieren und dass die Dinge tun, die die so unter normalen Umständen nicht gemacht haben, sagen wir es einfach mal so. Das soll jetzt in den nächsten Tagen rauskommen, denn es haben tatsächlich jetzt schon unterschiedlichste Anwälte gesagt, dass in den nächsten Tagen und Wochen eben Namen veröffentlicht werden sollen. Das heißt, wer wirklich beteiligt war, wer wirklich schuld ist, das erfahren wir höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und an dieser Stelle können wir jetzt denken, dass alle Prominenten, alle Musiker verkommen sind und eben an irgendwelchen Machtspielchen beteiligt sind. Doch es gibt auch Musiker, die sich schon sehr früh gegen P. Diddy gestellt haben und auch jetzt in letzter Zeit. Und zwar wird derzeit immer wieder von Eminem gesprochen, denn Eminem hatte vor wenigen Monaten ein Lied veröffentlicht, das Fuel heißt. Und in diesem Lied hat er versteckt P. Diddy vorgeworfen, was er macht. Und zwar geht dieser Text von Eminem wie folgt. Er sagt, I'm like a A-R-P-E-R. Got so many S-S-S-S. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he?
Das letzte heißt letztendlich Diddy, also P. Diddy. Mhm. Und er hat ja ganz offensichtlich nicht Rapper geschrieben, sondern das Wort mit einem P weniger, was ich jetzt mal nicht ausspreche, weil YouTube mir ansonsten Probleme macht. Das heißt, von unterschiedlichen... Ja, also für die Leute hier im Chat, um das mal aufzuklären, die überhaupt keine Ahnung haben, das Wort Rapper, das heißt Vergewaltiger, heißt das, übersetzt ins Deutsche. Bei den Musikern gab es solche Seitenhiebe gegen P. Diddy, aber die meisten haben sich nicht getraut, das öffentlich groß zu verkünden, weil P. Diddy eben mächtig war. Und wie wir im letzten Video über Michael Jackson gehört haben, kann sowas auch sehr, sehr schnell für Prominente gefährlich werden. Ich wollte euch einfach mal diese neuesten Informationen geben zum P. Diddy-Fall. Wenn ihr noch irgendwas gehört habt, wenn ihr über irgendwas informiert werden wollt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. So, das mal zum kleines Update zum P. Diddy-Fall. Ja. Ja, es kommt, wie gesagt, noch einiges raus, habe ich ja auch angekündigt, eben im Video, wo ich gesagt habe, dass noch einige Namen veröffentlicht werden sollten. Schade, er hat jetzt hier eigentlich gar nicht reingehauen, das Video von diesem Bürgermeister, von irgendeinem Politiker aus Amerika, schneide ich dann aber einfach in mein Video mit rein, wo er dann am Ende, also irgendwo am Ende werde ich es reinschneiden, wo der Politiker dann ankündigt, in den nächsten Wochen alle Namen zu veröffentlichen, irgendwie sowas war das. Ja, jetzt hat ihr da draußen wieder gefragt, ist es alles nur heißer, als es gekocht wird. Heißt das so? Ist es heißer, als es gekocht wird? Ich weiß nicht. Ist es einfach wieder mal eine große Verschwörungstheorie oder steckt da vieles hinter? Das könnt ihr gerne unten in die Kommentarfunktion schreiben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht es gut und bis zum nächsten Video.